Was sind die häufigsten Stolperfallen beim Windestreichen? Naja, man sollte auf jeden Fall abdecken, egal ob man jetzt sprüht oder streicht. Ich glaube, das Abkleben und Abdecken ist erstmal das A und O und die Basis, um gut streichen zu können. Und daran scheitern halt dann viele, dass nicht vernünftig abgeklebt ist und man hinterher dann versucht, Sachen zu entfernen, die schon angetrocknet sind. Ansonsten sollte man natürlich schauen, wie die Wandoberfläche aussieht, ob sie saugfähig ist, ob man noch einen Tiefgrund auftragen muss. Muss man meistens nicht, wenn eine Wand bereits farbig gestrichen wurde. Aber wenn man eine verputzte Wand hat, muss natürlich grundiert werden, bevor der endgültige Anstrich oder Sprühen kommt. Es kommt ja immer aufs Projekt an. Auch da muss das Werkzeug im Verhältnis zur Größe stehen. Wenn ich jetzt einen kleinen Gegenstand oder Ausbesserungsarbeiten mache, dann reicht natürlich völlig ein Pinsel oder die Rolle. Und wenn ich jetzt eine große Wand sprühe, dann kann ich es sprühen. Da kommt es natürlich auch nochmal darauf an, wie umfangreich ist meine Arbeit. Und da gibt es auch unterschiedliche Geräte. Also ich sage immer, das Projekt muss im Verhältnis zum Werkzeug stehen und natürlich dann auch der Anschaffungspreis.